Jo, ein etwas crazy Look, aber es ist auch ein ganz besonderes Video heute, deswegen passt das wieder. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei seid. Ich bin Stand gestern, wenn ihr das Video seht, nicht wenn ich es drehe, 34 geworden und zur Feier des Tages habe ich tatsächlich schon eine Woche vorher ein riesiges Paket bekommen von Thiemann. Dies ist wieder eine bezahlte Kooperation mit dem Thiemann-Shop. Wir haben wieder einen geilen Rabattcode. Wir haben eine Aktion, damit ihr auch noch was zusätzlich gewinnen könnt bei jeder Bestellung. Wir haben ein Format, das ich noch nie gemacht habe und auch noch nie irgendwo gesehen habe. Und ich glaube, das hat die Jess einfach erfunden, als sie da drauf gekommen ist. Bin nicht sicher, aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Video. Deswegen würde ich mal sagen, damit das Intro nicht länger wird als das Video, let's go! Wenn ich sage, ich habe ein großes Paket von Thiemann bekommen, dann meine ich habe ein großes Paket von Thiemann bekommen. Just saying. Wie soll ich euch das Format dieses Videos erklären? Ich glaube, man kann es anlehnen an den Gedanken eines Mystery Box Unboxings. Denn im Gegensatz zu unseren sonstigen Kooperationen, wo die lieben Leute von Thiemann mich fragen, welche Produkte ich gerne austesten möchte und mir dann zum Beispiel eine Liste schicken mit Sachen, die verfügbar wären oder die halt neu dazukommen, zum Beispiel beim Duftkerzen-Sortiments-Update und so weiter, dann kann ich mir das einfach aussuchen und dann kriege ich das geschickt. In diesem Falle ist das besonders, dass ich nicht weiß, was in diesem Paket mit drin ist, denn wir haben uns überlegt, dass das Thiemann-Team, also jede Person, sich eine Sache aussucht, von der sie denkt, dass sie mir persönlich gefallen könnte oder dass sie zu mir passt und sie haben mir das quasi als Mystery Box geschickt. Wie ihr sehen könnt, ich habe sie auch noch nicht aufgemacht, weiß also wirklich nicht, was da drin ist. Das wird ein 100% brutally honest Reaction Video und ich habe ein bisschen Angst, weil ich ziemlich sicher heulen werde vor Rührung, weil ich immer heule vor Rührung. Auf jeden Fall haben alle aus dem Team eine Sache ausgesucht, die sie mit mir in Verbindung bringen oder mit der Lovemunity. Ich bin sehr gespannt drauf, was drin ist und ich kann es auch nicht mehr aushalten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Achtung, satisfying Moment. Der Duft eines frisch ausgepackten Pakets am Morgen. Love it. Gut, es ist 18.30 Uhr gerade, aber never mind. Okay. Das erste, was ich sehe, ist das hier. Ich lasse das mal auf meinem Schoß. Und alle Produkte, die ihr hier in dem Video seht, als auch natürlich alle anderen Favoriten, die ich euch in den anderen Thiemann-Shop-Videos schon gezeigt habe, könnt ihr mit dem Code KATI20 wieder für 20% Rabatt bekommen. Wir haben außerdem uns noch überlegt, dass ich gerne auch etwas zurückgeben möchte und deswegen gibt es wieder ein goldenes Ticket zu gewinnen. Also unter allen Leuten, die bestellen mit dem Code KATI20, wird nochmal ein Gutschein verlost, so wie zu Weihnachten auch. Das möchte der Thiemann-Shop auch gerne machen und ich eben auch als Dankeschön für euren ständigen und stetigen Support und einfach auch damit ihr, falls ihr gerade Geld ausgegeben habt, gegebenenfalls direkt sagen könnt, hey, aber ich habe 50 Euro dazu gewonnen als Gutschein, also ist überhaupt nicht so schlimm. Wir brauchen alle Ausreden, wir wissen es. Auf der Karte steht, liebe Kati, der Thiemann-Shop wünscht dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Die wichtigsten 3 Gs überhaupt. Gesundheit, Glück und Geld. True. Wir hoffen, du hast einen ganz wundervollen Tag und dir gefallen unsere Geschenke. Bestimmt. Obwohl was mit Lavendel dabei ist. Falls ihr neu seid auf meinem Kanal, wir hassen Lavendel auf diesem Kanal, deswegen der Insider. Wir werden sehen. Deine Jess vom Thiemann-Shop. Vielen Dank erstmal. Auch Jess, danke dafür, also für die Idee insgesamt. Greif mir einfach das Erste, was ich hier sehe und das ist hier dieses Bändchen quasi. Oh, okay. Oh mein Gott, sie haben auch kleine Zettel reingemacht. Oh, dann steht da bestimmt auch drauf, von wem das ist. Oh mein Gott, wie süß. Okay, erstmal können wir darüber sprechen, dass diese Maisflipsies einfach echt rude sind, sich damit reinzupacken. Und wie schön sie sich Mühe gegeben haben. Guckt euch das mal an. Alles so einzeln eingepackt. Unsere Luisa meinte, etwas Make-up darf nicht fehlen und da hat daher zur Green Couture-Linie von Art Deco gegriffen. Habe ich noch nie was von gehört. Cruelty-free, vegan, silikon- und parabenfrei. Für sensible Haut also ganz dein Ding hoffentlich. Okay, alles klar. Oh. Oh Gott, das ist so schön verpackt. Vielen lieben Dank erstmal, Luisa. Obwohl, ich pack's erstmal aus, dann überlege ich mir, ob ich mich noch bedanken muss. Okay, Green Couture von Art Deco. Art Deco ist ja auch cruelty-free, da hatten wir noch drüber gesprochen. Ich fange mit diesem kleinen hier an. Was könnte das denn sein? Vielleicht so Lidschatten? Nee, vielleicht eher ein Highlighter oder sowas. Silky Powder Blush, okay. Seidiger natürlicher Blusher. Also so sieht das Ganze aus. Das ist auch das neue Packaging dann wahrscheinlich. Auch ohne Mineralöle. Das ist ja auch super. Okay, wir müssen aufpacken und gucken, welche Farbe das ist. Farbe 20 steht hier oben mit drauf. Ich verlinke euch natürlich auch alles, wenn ich es im Shop finde. Auch ein super schönes, schlichtes Packaging, finde ich. Kann man auch super in die Handtasche schmeißen. Oh,
Oh Leute, guckt euch das an. Das ist ja meins, ne? Ach, Peachy Blushes. Hi. Ach, das Embossing ist ja super, super schön. Moment, das müssen wir direkt mal... Oh mein Gott, fühlt sich das smooth an. Oh mein Gott. Also auf der Haut sieht es eher ins Orange-Stichige aus, aber finde ich auch sehr, sehr schön. Also so eine Farbe habe ich auf jeden Fall noch nicht. Fühlt sich butterweich unter den Fingern an. Also wirklich toll. Danke, Luisa. Das ist schon mal was. It's absolutely up my alley. Dann habe ich hier noch zwei Produkte, die gleich groß sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das Lippenstift, Liquid Lipstick, irgendwie sowas ist. Hab auch noch nie, wie gesagt, von der Green Couture gehört. Habt ihr da schon was von gehört? Habt ihr da schon was von ausprobiert? Then let me know, because I have never heard of them. Das längliche ist ein Smooth Lip Liner in der Farbe 33. Hat die auch noch einen eigenen Namen? Nee, nicht soweit ich sehen kann. Ich pull das mal eben auf. Moment. Moviges Nude. Würde auch zu dieser Lippe einfach unfassbar gut passen. Oh mein Gott. Okay. Sehr cremig, muss man dazu sagen. Sehr schönes Finish. Also... finde ich, sieht toll aus. Nicht zu wachsig, was ja auch manchmal ein bisschen das Problem ist, weil wenn der Stift zu wachsig ist, dann trocknet der nicht genug runter und dann trägt sich der Lip Liner meiner Erfahrung nach immer als erstes ab. Der fühlt sich aber super an. Natural Cream Lipstick, seidig glänzender Lippenstift in der Farbe Hazelnut 632. Und ich glaube, das hat Luisa passend ausgesucht, dass sowohl der Lippenstift als auch der Lip Liner zusammenpassen. Auch hier haben wir dieses neue Packaging. Finde ich, ist schön gemacht und ist auch ein riesiges Teil. Oh, wie schön, guckt mal. Da ist vorne auch diese kleine Rose oder was das sein soll, so eine kleine Blüte mit drauf. Super schönes Nude, das swatchen wir gleich mal hier. Oh ja, wie pigmentiert, wie schön. Und die beiden passen, oh, das passt perfekt zusammen. Könnte auch direkt auf meine Lippen kommen, ich sag's euch, wie es ist. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier noch ein, oh, Natural Liquid Eyeliner. Alles klar, in der Farbe Schwarz. Ich hätte ja gedacht, das wäre eher ein Liquid Lipstick Packaging. Hä? Guckt euch mal diese Verpackung an. Wie ultra hochwertig sieht das denn bitte aus? Das ist ja krass. Also, ist aus Glas tatsächlich. Super feine Pinselspitze. Wo soll ich denn noch swatchen? Wow. Ultra, ultra schwarz. Also, und man kann dickere Striche damit machen als auch dünnere. Fühlt sich sehr gut an. Bin sehr gespannt, ob ich damit umgehen kann, weil Liquid Eyeliner ist ja nicht so mein Hauptfachgebiet, ne, Leute? Aber die Sachen sind auf jeden Fall sehr schön. Passen auch total zu mir. Luisa, vielen, vielen Dank, dass du dir Gedanken gemacht hast. Und ja, mehr Make-up ist mehr. I got you, girl. And you got me. Thanks. Als nächstes habe ich dieses hier. Oh, wie schön die auch verpackt sind. Kann mir jemand sagen, wer von euch die Sachen eingepackt hat? Also, weil die sind ja wohl wunderschön verpackt. Übrigens, es gibt auch einen Verpackungsservice bei Thiemann. Wenn ihr also etwas verpackt haben möchtet, dann kommt das auch meinetwegen bei euch so an. Kostet irgendwie 3 Euro pro Stück und dann verpacken sie das so hochwertig und so schön, dass ihr halt zu Hause, wenn ihr nicht so gut darin seid, Geschenkpapier und so weiter zu bedienen, dann direkt nichts mehr machen müsst, sondern das direkt verschenken könnt. Von wem ist das? Dieses unfassbar edle Parfum hat Otto ausgewählt. Er meinte, der Geruch hat ihn an dich erinnert und er ist davon überzeugt, diese Challenge damit zu gewinnen. Ja, ja, wir werden sehen. Okay, Otto, alles klar. Otto ist übrigens der Sohn von den Besitzern vom Thiemann Shop und ist auch einer, der immer ganz fleißig mit meine Videos guckt. Manchmal machen sie auch tatsächlich sowas wie Public Viewing zusammen, wenn meine Videos gerade live gehen. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass sie jetzt alle zusammen im Büro sitzen und zittern und schlottern, ob mein Urteil über die Produkte gut ausfällt. Sie haben übrigens sich auch eine Challenge gesetzt. Also ich soll nachher entscheiden, welches Produkt am besten zu mir passt. Oh, ich kann das ja gar nicht. Dann muss ich ja irgendwie mal traurig machen. Oh Gott. Oh, und ihr wisst, ich bin so picky mit Düften, ne? Otto, bitte, enttäusch mich nicht. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Gran Teatro La Fenice. La Fenice? The Merchant of Venice. Oh, das habe ich aber... Guckt euch das mal an. Wie schön ist das denn? My Pearls. Also das gehört auch zusammen, aber es sind zwei Produkte. Okay. Oh, das ist wieder so ein Produkt, das sieht so schön aus, das möchte man gar nicht anfangen. Okay, das sind doch nicht zwei... Guckt euch das mal bitte an. Wie edel ist das denn? Das ist einfach wie so eine kleine... Wie so ein kleiner... Oh mein Gott, das... Überall sind noch die Embleme mit. Wie schön ist... Alter, wie schön ist diese... Otto? Oh, Ottili! Hat Luisa dir dabei geholfen? Sei ehrlich. Okay, also dieser Flakon ist auch wunderschön. Schaut euch das an, das gehört noch mit dazu. Wie toll. Und jetzt mal gucken, wie ist der Duft? Oh. Oh, was? An was erinnert mich das? Was für ein fantastischer Duft. Wow. Also, okay, das erinnert mich an irgendeinen Duft, den ich mit, auch mit meiner Oma verbinde, aber viel frischer. So ein bisschen...
Sie hat ganz lange von das Roma von Laura Biagiotti getragen. Und so leicht, dieses Süßliche hat das auch, aber viel leichter, viel frischer, viel spritziger. Das ist echt so ein Duft. Ich glaube, den hätte ich mir so selber nie ausgesucht, aber der ist wunderschön. Otto? Otto? Das ist, ganz ehrlich, das ist ja mal super interessant. Ich werde das jetzt mal so ein bisschen auf dem Arm sitzen lassen und zum Ende des Videos nochmal darauf zurückkommen, ob die Kopfnote sich so ein bisschen gesetzt hat und wie die Herznote ist. Und dann kann ich euch dazu noch mehr sagen. Also ich muss sagen, es riecht wie gesagt frisch. Und ich habe jetzt gerade mal in der Beschreibung geguckt. Da steht, dass Perlen die Inspiration für die Komposition sind. Hier steht ja auch drauf, My Pearls. Und ich finde, es hat tatsächlich etwas so Sauberes, was ich halt auch zum Beispiel mit einer Perlenkette irgendwie verbinden würde. Also passt total gut zusammen. Der ist so leicht pudrig, also wie so eine etwas andere, noch blumigere Version von dem Burberry My Blush, das ich total liebe. Otto, du hast auf jeden Fall guten Geschmack bewiesen. Muss ich an dieser Stelle mal Credits geben. Ich greife einfach übrigens immer rein, blind, und nehme mir das dann raus. Okay, alles klar. Ja, dass das eingepackt werden musste auf diese Art, macht ja Sinn. Unser Mutti vom wilden Hühnerstall, die liebe Afy, musste nochmal neu suchen und wollte nun nichts mehr falsch machen. Deine Kerze von Yankee Candle wird dir bestimmt gefallen. Das ist die Baby Powder. Oh mein Gott, wie süß. Vielen, vielen Dank, Afy. Baby Powder ist ja also diese pudrigen Düfte und auch frische Düfte. Das ist ja genau meins. Und ich habe tatsächlich von der hier keine mehr. Also du hast auch völlig in Schwarz getroffen, Afy. Falls ihr euch fragt, was sie meinte mit nochmal daneben liegen. Sie hatte nämlich schon was rausgesucht und das war, glaube ich, von L'Occitane. Und die sind ja, die sagen zwar selber, sie seien cruelty-free, aber laut Peter sind sie das eben nicht. Und dann habe ich gesagt, es tut mir wirklich leid, aber könntest du was anderes raussuchen, weil ich ja selber nichts bewerben möchte, was irgendwie nicht cruelty-free ist. Und ihr sollt natürlich auch die Möglichkeit haben, cruelty-free nachkaufen zu können, wenn ihr eben den Code auch einsetzen möchtet. Aber das ist mega. Vielen, vielen Dank, Afy. Und du hast nichts falsch gemacht. Das ist nur einfach, oh, mein Gewissen ist dann immer so ein bisschen... Weißt du, wie ich meine? Dankeschön. Wie schön sind diese... Also, kann ich ab jetzt immer meine Geschenke bei euch verpacken lassen, bitte? Danke. Dann haben wir noch das hier. Oh, diese Verpackung ist so schön. Und es steht auf dem Zettel, Kai hat diese beiden Produkte von Corris ausgewählt. Corris kenne ich auch noch überhaupt nicht. Er meinte kurz und knapp, es riecht gut. Wir denken Kai an dieser Stelle für seine Teilnahme und wir hoffen, es gefällt dir. Kai, ich komme ja aus Norddeutschland und da ist so viel Sabbeln ist da auch nicht. Von daher, wenn man sich kennt, dann nickt man sich zu. Wenn man sich sehr gut kennt, sagt man Moin und Moin Moin ist bei uns schon Gesabbel. Von daher ist die Beurteilung, es riecht gut, auf jeden Fall gut genug für mich. Dankeschön. Oh, dieses Parfum. Oh, krass. Das entwickelt sich gerade auch noch so heftig auf meiner Haut. Oh, ich wünschte, ihr könntet das riechen. Okay. Was haben wir hier? Duschgel. Okay, auch eine schöne Verpackung, finde ich. Okay, das muss ich mal noch kurz, obwohl am besten auf der anderen Hand, weil sonst riecht es nur nach Parfum. Ist durchsichtig und halt so gelig, nicht so runny. Oh, das riecht gut. Das riecht wie grüner Tee und so ein bisschen wie frisch geschnittenes Gras. Lass mich mal kurz gucken. 87,1% natürliche Inhaltsstoffe. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. 250 Milliliter sind hier drin übrigens. Gurke-Bambus-Duschgel. Okay, es ist Gurke. Das ist das, was so frisch riecht. Frisches, wässriges, grünes Aroma von Gurken vermischt mit zarten Bambusnoten. Oh ja. Könnt ihr euch noch an den Primer erinnern von Dominique Cosmetics mit JD Wadey 180? Der roch doch nach Gurken und Wassermelone. Und so ähnlich riecht das, nur halt, dass es noch so eine leicht holzige Note hat. Oh, das wird für den Sommer perfekt sein. Einfach aus der Dusche steigen und nach frischer Gurke riechen, ey. Und dann haben wir hier passend dazu auch von Corris noch eine Handcreme. Das finde ich auch ganz spannend. Ich brauche die tatsächlich im Winter ab und zu mal. Zum Glück habe ich nicht so super empfindliche Hände. Aber zwischendurch eine dabei zu haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier sind 95% natürliche Inhaltsstoffe drin. Und die mache ich mal auf die Hand. Dann gucken wir uns das an. Vielleicht sollte ich sie vorher auch aufmachen. Dann kann ich sie auch wirklich ausdrücken auf meiner Hand und auch mal gucken, wie es so riecht. Ne? Hier sind 75 Milliliter drin. Damit kommt man locker über 5 Winter. Ist wohl extra für trockene Haut, was auch wieder super passt, weil ich habe ja trockene Haut. Und zur Not kann man eine Handcreme auch woanders benutzen als nur auf den Händen. Ich benutze meine Handcremes, die ich habe, zum Beispiel auch an den Füßen, weil ich halt so selten welche benutze, dass sie sonst zu schnell schlecht würden. Und das wäre ja Verschwendung. Fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Das ist nochmal ein anderer Geruch. Was steht drauf? Mandelöl und Shea Butter. Sehr, sehr schön. Hat auch so einen
frischen, sauberen Geruch, aber nicht so krass wie zum Beispiel Warm Cotton oder Clean Cotton oder sowas, sondern eher so, wie soll ich sagen, Mandelmilch hat ja auch so einen sauberen, bisschen vanilligen Geruch, aber nicht zu aufdringlich. Also ich muss wirklich nah rangehen, um es riechen zu können. Finde ich persönlich auch schön. Und wenn ich jetzt nochmal rübergehe, es ist komplett eingezogen. Also man weiß nicht, ob man es an der Stelle auch sehen kann. Hier ist es super gepflegt, aber es ist kein Film mit drauf. Das hasse ich nämlich an den Händen. Richtig gut ausgesucht, Kai. Also es riecht gut und ganz ehrlich, Natural Ingredients, we stand in this household. Lieben wir. Was ist das? Da bin ich ja... Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Also die Sachen konnten natürlich nicht noch extra eingepackt werden, weil wieder eine Duftkerze. Stan. Und das ist eine von... Porthouse. Oh, die wollte ich haben das letzte Mal, aber da war die schon ausverkauft. Das ist die Notes from the Greenhouse. Fruity Floral Notes of Plum, Raspberry, Bergamot, Gardenia. Oh mein Gott. Oh, ich muss da dringend dran riechen. Bei dem hier, das brauche ich nicht mal aufmachen, weil ich weiß, wie es riecht und ich liebe das. Und, wie geil. Ja, und Vincent war auch dabei. Vincent, Grüße gehen raus. Es macht immer Spaß, einmal im Monat mit dir eine E-Mail auszutauschen. Vincent ist nämlich der liebe Mensch, der dafür sorgt, dass ich auch das Geld für meine Kooperation bekomme. Von daher, Vincent, du bist Gewinner dieser... Nein, okay, das wäre ein bisschen unfair. Ich pack das mal eben aus und dann schnuppern wir dran. Finde ich auch so schön mit diesem Korken oben drin. Und die sind ja handgegossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, riecht das gut. Oh, also es ist ja Pflaume mit drin, es ist Himbeere mit drin, Bergamotte ein bisschen, allerdings sehr, sehr schwach, finde ich jetzt beim Riechen, was ich gar nicht schlimm finde, weil Bergamotte hat ja auch so einen leicht eher so bitteren Geruch und das passt einfach sehr gut zusammen mit dem sehr fruchtigen, was hier drin ist. Mmh, wow, okay, die ist ganz anders als alle fruchtigen Duftkerzen, die ich bis jetzt gerochen habe, die sind meistens super süß, aber die hier ist so, Creamy Vanilla ist auch noch mit drin, mega schön. Also 80 Stunden brennen übrigens die Porthouse-Kerzen auch. Ich habe ja da auch das To the Seaside, die liebe ich, die ist auch schon runtergerockt bis nach Meppen. Vielen, vielen Dank, Vincent, an dieser Stelle. Das ist so eine Kerze, da würde ich keine andere Duftkerze zu anmachen. Normalerweise kombiniere ich ja auch so da hinten und hier habe ich auch noch welche stehen, weil meine Duftkerzen gehen ja meistens in die gleiche Richtung und dann kann man die auch zusammen anmachen. Aber die hier würde ich separat verbrennen, damit einfach ja dieser besondere Geruch da bleibt. Dankeschön! Und dann fehlt nur noch eine, nämlich die liebe Jess. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt gleich Pipi in die Augen bekomme. Ach, wie schön. Sie hat mir erstmal eine kleine Yankee Candle in Soft Blanket dazu gemacht. Auch das ist einer meiner liebsten Gerüche. Und Jess hat dazu geschrieben, dein Geschenk von Jessica, ein weiterer Duft von Clean Reserve. Was? Eine, den ich noch nicht kenne? Der in deiner Sammlung nicht fehlen darf, fand ihn besonders schön für die kommende Jahreszeit, dem Frühling. Leicht und frisch. On top noch eine Kerze. Hier habe ich eine sichere Wahl genommen und hoffe, du bist zufrieden. Hab dich lieb, Jess. Jess, danke schön. Natürlich bin ich zufrieden. Ich, oh, nicht heulen, Kathi. Pack erst aus. Du kannst im Outro heulen, jetzt noch nicht. Oh, Solar Bloom. Eau de Parfum. Radiant Floral. Und da steht auch noch unten mit drin, das finde ich ja bei Clean Reserve so cool, also davon ab, dass das alles sustainable ist. Sogar das, was hier aussieht wie Zellophan, ist aus Maisstärke gewonnen. Die sind vegan, cruelty-free, fairtrade, nachhaltig, engagieren sich für soziale Projekte. Also jedes Flakon, das ihr davon kauft, spendet auch wiederum Geld. Und das Besondere bei Clean Reserve ist ja auch, die haben so tolle Düfte. Ich liebe ja Skin und den Warm Cotton zusammen. Die kann man layern. Das bedeutet, ein Duft ist ja in sich schon gelayert, also hat eine Kopfnote, eine Fußnote und eine Herznote, sodass man sozusagen über den Verlauf der Zeit die verschiedenen Komponenten auch noch riechen kann. Aber diese kann man auch noch miteinander machen. Das heißt, die sind extra so komponiert worden, dass man sie eben zusammentragen kann. Und hier steht auch drin, dass er auch mit Skin getragen werden kann. Finde ich natürlich schön, weil ich habe den Skin schon zu Hause. Sind übrigens auch ohne Sulfate und ohne Parabene und auch glutenfrei. Wobei ich mich da immer frage, ist das für Leute mit Zöliakie gegebenenfalls ein Problem, wenn Gluten in einem Parfum ist? Also reagiert die Haut dann auch? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wow, und guck mal, wie wunderschön. Also diese Flakons sind auch so besonders. Es ist auch recyceltes Glas, ebenfalls der Sticker. Alles, was hier drauf benutzt wird, ist alles recycelt und recycelbar. Ich bin auch so gespannt auf diesen Duft. Okay, der andere Arm muss jetzt gleich herhalten. Solar Bloom. Okay, wow. Boah, der schlägt ja ein wie eine Bombe. Okay, der ist in eine ganz andere Richtung, als ich zuerst gedacht hätte. Was sind das für Noten? Ich muss mal eben drauf gucken. Also, es ist auf jeden Fall Mandarine mit drin in der Kopfnote. Aber es ist auch irgendwas Holziges mit drin.
Es ist auch Orangenblüte und Jasminblüte in der Herznote und Zedernholz, Kokosnusswasser und Vetiver zusammen mit Fresien noch dazu. Also der ist irgendwie kräftiger, als ich ihn jetzt, als ich gedacht hätte, jetzt von allein dem Namen her, ne? Solar Bloom. Und irgendwie aber auch, genauso wie die anderen Düfte, passt das alles super gut zusammen. Es steht ja Radiant Floral drauf. Ich glaube, ich hätte es mir noch etwas leichter vorgestellt, aber das ist ein Parfüm, das ganz anders ist als alle anderen Parfums, die ich bisher habe. Also auch nochmal ganz anders als das, was der Otto mir ausgesucht hat. Und das finde ich eigentlich gut, weil so komme ich aus der Komfortzone auch nochmal raus. Also ganz wichtig übrigens, alle Düfte von Clean Reserve sind auch unisex. Also ich kann mir das hier auch an einem Mann super gut vorstellen. Super spannend auf jeden Fall. Leute, was soll ich sagen? Also, ich habe jetzt quasi schon Geburtstag, bevor ich Geburtstag habe, denn ich drehe dieses Video natürlich auch vor. Als allererstes an das Timan-Team ein riesen fettes Dankeschön. Als ich mit Jess noch letztens gesprochen habe, habe ich sie auch gezeigt, deswegen gucke ich gerade an der Kamera quasi vorbei. Denn an meiner Heizung, die dort vorne an der Wand ist, hängt auch der Brief, den sie mir zu Weihnachten geschrieben haben. Sie haben mir zu Weihnachten nämlich auch noch ein Paket zukommen lassen, ohne irgendwie zu sagen, zeig das oder sonstiges, mit einem super lieben Brief, in dem sie sich für die Zusammenarbeit bedankt haben. Und ich kann es nur zurückgeben. Also wirklich an jeden und jede Einzelne im Timan-Team, die irgendwas damit zu tun hat, euch happy zu machen, als auch mich happy zu machen. Ihr macht einen fantastischen Job. Ich freue mich sehr, dass wir zueinander gefunden haben. Ich möchte keins der Produkte als ein Winner sozusagen aussuchen, weil das bedeutet auch immer und das impliziert, dass die anderen nicht so gut sind und das stimmt einfach nicht. Jeder und jede Einzelne von euch hat sich große Gedanken darum gemacht, was ich gerne mögen würde und ich liebe alles, okay? Ich liebe einfach alles. Es ist mega, mega spannend. Ich werde auf jeden Fall noch berichten, wie ich zum Beispiel diese Kerze hier finde. Ich muss sagen, jetzt, nach einiger Zeit, ist auf jeden Fall der My Pearls Duft, den Otto mir ausgesucht hat, der geht jetzt mehr noch in dieses Pudrige über. Super interessant. Also auch ein Parfum absolutely up my alley. Ich bin super gespannt darauf, den hier noch einmal separat zu tragen, weil jetzt habe ich natürlich auch überall so ein bisschen was von den Gerüchen. Ich freue mich drauf, das hier im Frühling auszuprobieren und natürlich dann auch die Kerzen anzumachen, damit es bei mir immer wie frisch geputzt riecht, auch wenn das meistens nicht der Fall ist. Und was ich natürlich auch super spannend finde, ich wusste nicht, dass Art Deco so eine cruelty-free und vegane Linie auch noch dazu hat, die so nachhaltig auch noch ist. Ich bin sehr gespannt, das auszuprobieren. Vielen, vielen Dank an euch alle und ja, an die Community. Ich hoffe, dieses Format hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Jetzt durftet ihr mir dabei zusehen, wie ich Geburtstagsgeschenke auspacke. Ist das irgendwie doof oder ist das cool? Also mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht. Es berührt mich auf jeden Fall sehr, wie sehr ihr euch alle Gedanken gemacht habt. Und ja, wie gesagt, mein Code Kati20 ist auf jeden Fall noch eine Weile gültig. Zum Zeitpunkt des Films weiß ich gerade nicht, ob 1 oder 2 Wochen, aber ich schreibe es euch unten auf jeden Fall in die Infobox. Alle Produkte, die ihr hier gesehen habt, werde ich euch natürlich auch selbstverständlich unten in der Infobox verlinken und mit dem Code Kati20 könnt ihr, wie gesagt, auch 20% auf alles, was es bei Timan gibt, sparen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Daumen gerne ein Video nach oben oder dem Video einen Daumen nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!